Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Last Epoch Let's Play. Jo, nach einigen Crashs, auch im Livestream, haben wir die Timeline, also die Empowered Timeline, freigespielt. Und das sehen wir jetzt hier bei Ages of Dragon, glaube ich. Genau. So, wir müssen... Reign of Dragon heißt es, genau. Und jo, wir müssen jetzt, also vor allem diese zwei Gebiete hier abklappern. Da haben wir eins. Ihr seht, überall, wo es keine Symbole mehr hat, da war ein Absturz. Und ich habe es ein bisschen, ja, weniger machen können, indem ich einfach nicht der Treiber vom Mikrofon aktiviere. Ich hoffe, es stürzt nicht ab. Aber wir müssen diese Timeline nochmals machen. Weil im vorherigen Aufnahmeding, wo ich das zweite Schwert gefunden habe, vom gleichen Typ, vom gleichen Unique-Typ, jo, ist leider das Spiel abgestürzt. Und mitsamt der Aufnahme. Also die Aufnahme war nicht mehr zu retten. Jo, eben, es ist 100 Corruption, das heißt eben, es ist empowered. Und dadurch sehr schwer. Also nicht wundern, wenn wir mal sehr starke Schläge bekommen. Ich denke aber, es ist nicht so häufig. Also ich schaue schon, dass wir natürlich überleben können. Jo, ich brauche unbedingt eines dieser Schwerter, Apology of Frozen Light, in Corrupted, also in Ding, sag schon nochmal, in Empowered. Legendary Potenzial, genau heißt es. Und jo, ist ein bisschen schwer, wenn jetzt ja einige Zeit nicht mehr so spielen konnte. Ist ja jetzt eigentlich übers Wochenende gegangen. Weil einfach, ja, so immer gedacht habe, ja komm, stürze ich nochmal ab. Der Drago, der hält das schon aus. Und ihr wisst es, ich wollte ja schon mal aufhören mit Last Epoch, weil es einfach keinen Sinn mehr hatte und. Jo, mittlerweile crasht es eben nicht mehr so viel. Es könnte wirklich so nach 25 Minuten oder so mal crashen. Aber ich hoffe, die Aufnahme wird... Wie viele Gegner kommen hier? Boah, also ganze Invasion gekommen. Ja, also das ist halt einfach... So, einfach wieder das Spiel startbar ist und weiter geht's. So, und ich werde jetzt dann bald auch Adobe Premiere holen. Können gerne sagen, ob es irgendwas noch Besseres gibt oder ob ich es einfach holen soll. Und ja, ich habe nämlich schon neben den Server von Minecraft natürlich sehr teuer und andere Sachen. Ja, also wir tun mal kurz schauen im Shop, da gibt es immer wieder gute Items. Für andere Beats, so mit Minion Damage oder so drauf. Also. Gut. Jetzt kommt das. Wir dürfen das nicht verlieren. Okay, leider ist es aber eine Arena und die könnten sehr schwer sein, empowered. Und diese Spinnen, die explodieren. Müssen wir ein bisschen ausweichen am besten. Aber ihr seht es, wir sind stärker. Durch das zweite Schwert sind wir wirklich viel stärker geworden. Es ist nicht mehr so schwierig bei einem Gegner, oder weil er schnell down ist. Es leckt gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl. Jetzt habe ich nur kurz mal gehackt. Ja, es ist halt wieder Abend und am Abend sind natürlich andere Spieler am Spielen und dann kann das ja doch ein bisschen überlastet sein. So, ich glaube, wir haben die 25% Resistenzen beim Gegner, das bei den Monolithen Bonis nicht mehr. Also ist jetzt gerade wieder ein bisschen schneller kaputt, dann ist. Aber nicht zu nahe. Die Orange Boulders, die machen extremst viel Schaden. Empowered. Also lieber ausweichen dem Zeugs. Was macht die gerade? Die haben irgendwie den Weg nicht gefunden. Hallo, Eichhörnchen. Was macht ihr da? Wir drehen die Kreise. Nein, 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 geh weg. Ich dachte, man kommt noch vorbei, aber stimmt. Bisschen so nah. Ich habe keine Heiltränke. Oh, da sind alle meine Heiltränke wieder.
bin einfach wieder gebloppt. Ist schon krass, ey, ich will das nicht verlieren. Aber ihr seht, wie viele Gegner noch kommen. Meine Güte, diese Bodeneffekte, die Stun, oder? So, ich möchte gerne hier oben den Schrein nehmen, wenn es geht. Das ist so cool, zu spät ist. Ja, Ice Beetle. Ice Beetle. So, geschafft. Also gleich raus. Was bekommen wir? Was bekommen wir? Ein Dagger? Oh, Jack's Blast Knife. Ja, das habe ich jetzt aber erst 3 oder 4 Mal gefunden. Also das habe ich eigentlich auch sehr gerne zum Finden. Jo, jetzt muss ich noch gleich mal ausprobieren, ob Diablo 4 noch abstürzt. Weil das ist entweder beim Start abgestürzt oder nach dem Charakter auswählen abgestürzt. Jo. Ich möchte hier unten noch hingehen, ich möchte hier oben noch die Unix nehmen, aber die können wir eigentlich alle in einem Livestream machen. Ich werde schnell wie möglich Livestreamen und dann einfach auch schauen, ob es dort abstürzt und so, aber denke ich mal nicht. So, ein bisschen umgeskillt habe ich auch noch. Ich muss aber hier jetzt auch Empowered auswählen. Und die Bosse machen. Was stand? 120, glaube ich, sind dann die Unix. Also müssen wir noch ein bisschen gehen. Wir bekommen einen Bogen oder einen Setbogen über. Ja, jetzt ist er wieder von 0. Aber ja, ihr wisst es ja. Geht relativ schnell, bis es gefüllt ist. Und dann können wir rechts hoch weiter. So. Ja, und ihr dürft gerne sagen, soll ich jetzt wieder einen neuen Charakter im Let's Play machen? Habt ihr ein Charakterbild oder so? Ich möchte gerne den Blut Amadin auch noch fertig machen. Ich möchte gerne den Einschuss Totenbild auch noch fertig machen. Und sonst kann ich wirklich neu anfangen, wenn es einfach nicht mehr so viel zum Zeigen gibt. Aber zuerst einmal noch die Dungeons machen im Let's Play und eine Stimme wieder ein bisschen hinkriegen. Ja, dieses dumme Asthma manchmal. Wenn ich draußen gewesen bin und wieder reinkomme und dann Let's Playen muss. Ja, aber ganzen Morgen habe ich das ja einfach rausgesucht, was lag am Abstürzen, oder? Habe alle Programme beendet und dann stürzt es nicht mehr ab. Kaum habe ich die anderen Programme wieder geöffnet, stürzte es wieder ab. Die Aufnahme, die letzte, mit dem Schwert finden. War wirklich froh. Ach, ist der jetzt weg? Ich dachte, der ist ganz nah. Wenn sich so verändert hat auf der Minimap. Wo ist der Gegner? Ist ganz weit abgehangen. Okay. Der hat einfach mega. Der war rechts oben und jetzt ist er links unten. Weil er einfach von uns weg abgehauen. Ja, der läuft mega schnell weg. Ey, nicht so schnell laufen. Die ist nur 30. Ja. Heute hatte ich auch wieder viele Jogger gesehen. Ich bin ja immer auf dem Weg zu einem Fußballplatz, der recht weit weg ist von uns. In Münchenstein. Ich wohne ja in Rheinach. Und ja, da oben ist er. Ich sehe ihn jetzt. Ja, es ist dort immer viel los, da joggen viele, da fahren viele Fahrrad und so. Ach, so mega aktive Leute. Und da habe ich wirklich einen Jogger gesehen, der ist gerast. Da hätte ich gleich mal polizeilich angehalten, wenn ich ein Polizist wäre oder so. Nein, nein, natürlich nicht, aber er läuft ja, das ist ja noch legal, oder? Ach, der ist so schnell gerannt, was der für eine Fitness hat. Jo, ich als Fußballspieler natürlich. Schon auch gute Fitness, aber nicht ganz so schnell, weil ich schwere Beine habe. Jo. Und der ist so mega dünne Beine und trotzdem so mega schnell. Wirklich Applaus, es gibt in der Region recht bitte ja, Sportler. Oh, jetzt ist ein Absturz. Mist. Okay.
Jetzt ist das Spiel abgestürzt, hat gesagt, ja, die Mission, die war scheiße, komm, ich stürze ab. Ja, komm, nicht anhalten, nein, nicht anhalten. Wird ausgeführt. Ja, vorwärts. Geh an. Hallo? Das Spiel stürzt ab, bevor es beginnt. Ja, jetzt habe ich auch Black Screen. So, das Spiel ist momentan irgendwie überhaupt nicht fit. Woran könnte das liegen? Dass die Entwickler das Spiel so enttäuschen, so wenige weiterentwickeln? Oder was? Ich weiß es nicht, aber wieso das Spiel eigentlich immer wie schlechter läuft? Ich glaube, die Server sind schlechter, deshalb ist das Spiel auch irgendwie schlechter am Laden oder am Aushalten. So, also müssen wir die erste Mission nochmals machen oder machen einen anderen Weg. Komm, das war jetzt wirklich eine schlechte Mission. Nein, sonst stürzt es wieder ab. Also machen wir da. Ja, komm, machen wir da zum Stab runter, auch wenn wir wieder nicht brauchen. Sonst haben wir immer noch links und dann nochmals Gold. So, ich hoffe einfach, dass es nicht oft kommt, sonst ist einfach dieses Projekt nur noch Livestream. Da kann ich ja ab und zu noch das Spiel starten. Aber in einer Aufnahme, oder? Ja, solange ich nicht das rausschneiden kann. Wisst ihr, mache ich das mal nicht so gerne, aber es sollte eigentlich nicht mehr so abstürzen. Es ist nur noch ein Absturz, der direkte Absturz, ob der Absturz, der ja mit der Fehlermeldung kommt. DDD hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden. Derjenige, der ist ja eigentlich weg. Es kann echt noch sein, dass es noch ein anderes Programm zuständig ist und das ist Logitech. Und der Tastatur. Und dann habe ich ja gar kein Licht mehr. Kann ich also nicht ausstellen. Dann sehe ich meine Tasten nicht mehr auf der Tastatur. Ja, gut. Also, liebes Last Tap, bitte wieder ein großes Update kommen, so schnell wie möglich bekommen. Und ich bin dann auch wieder froh. Ihr merkt es, ich bin wahrscheinlich ein bisschen mehr genervt als ihr. Und ihr habt es einfach langweilig, weil es halt einfach nicht gut geht. Aber also es ist ja eigentlich ja oben Brot esse Software, das eigentlich ziemlich Probleme macht. Und ja, wenn ihr da irgendwas Besseres kennt, außer Twitch Studio natürlich, das ist ja immer abgestürzt. Also es ist noch schlechter gelaufen. Jo, dann dürft ihr das gerne natürlich in die Kommentare schreiben. Und mir doch auch mal ein bisschen helfen. Ich habe so viel Hilfe nötig und werde nie geholfen. Andere werden wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwie geholfen, die ganz viele Zuschauer haben. Also nicht unbedingt so viele Zuschauer. Mehr als meine 60 ungefähr im Schnitt. Ja, dürfte ich das natürlich sehr gerne übernehmen, beziehungsweise einfach auch besser machen als ich. Ich bin halt immer so einer, der zwar wirklich viel nachschaut, aber irgendwie nie zu Hilfe kommt. Oder es einfach nicht gut genug macht, scheinbar. Aber ja. Also die machen sehr viel Schaden an unseren Minions. Manchmal auch sterben. So. Bist zu groß. Platzangst. So. Nichts getroppt. So, also, wir haben hier ein Unique, das wollen wir doch. Oh. Ja, aber Physical Damage. Es wird uns wahrscheinlich hier mal vielleicht one-hitten. Aber ich versuch's. Ah, hier haben wir noch Punkte wegen dem zweiten Schwert. Stimmt. Habe ich bis jetzt nicht gefunden. Was brauchen wir noch? Da einen Punkt rein. Und der Damage einfach erhöhen oder die Creature ist das Maximum. Chill Chance ist auch nicht.
Ja, machen wir doch. Machen wir doch die Punkte hier rein. Dass sie ein bisschen mehr heulen. Wenn sie zu viel heulen, können wir sie auch wieder rausnehmen. Aber die müssen mehr heulen. Ich will schneller. Das sind ganz viele von diesen dummen Affen. Die sind dumm, sie tun mich töten sonst. Und voll dumm. Ja. Oh. Okay, halbes Leben Schaden. Heftigst. Aber wie das unfair ist, wie das gestreut ist, hä? Oh Gott. Wir werden alle sterben. Ja, übrigens habe ich das sicher schon mal gesagt, kurz oder so. Aber ich werde von Oblivion wahrscheinlich ein Let's Play machen. Einfach mit Rollenspiel, mit funny Rollenspiel, also ein lustiges Rollenspiel. Und das habe ich einfach durch ein bisschen überlegen. Ja, es kommt ein Remake und so. Und das Spiel einfach jetzt nochmal spielen und fand manche Sachen richtig lustig damals. Und ich möchte das einfach, damals als ich jetzt gespielt habe, ich habe es 2006 glaube ich gar noch nicht spielen können. 2010 ungefähr, als ich es gespielt habe, doch echt funny gefunden, damals noch. Und ein Jahr später, oder ein halbes Jahr später, kam ja dann Skyrim raus. Ja, war wahrscheinlich schon 2011, okay. Aber, jo, habe ja damals einen PC gekauft. Der ziemlich gut war, mein bester eigentlich vom Schnitt, also... Wenn man sagen könnte, ja, ich kaufe einen PC, der mithalten kann mit den Besten von den anderen, und das ist im Schnitt der Beste. Und derjenige, den ich jetzt gekauft habe vor 2 Jahren, der ist sozusagen, ja, fast ein bisschen zu schlecht gewesen, aber trotzdem sehr teuer. Wird halt immer wieder teurer. Und ja, ich kann halt auch nicht gerade so Mega-Monster-Spiele spielen, sonst ist mein PC am Rauchen. Kommen Rauchschwaden raus. Jo, aber ich kaufe bald eine zweite Grafikkarte als nächstes. Da könnt ihr mich gerne unterstützen und spenden. Einmal bei TP-Stream nach Drago Basel schauen und dem spenden. Dem alten Drago Basel. Aber ja, verlangen, also verpflichten müsst ihr das nicht mehr. Aber ihr könnt es. Damit, ja, natürlich auch mir ein bisschen besser geht mit meinen Krankheiten. Ja, sicher, immer wenn die Mission fertig ist. Sogar ein Unique noch gedroppt. Also es läuft immer noch nicht gut. Und ja, ich muss eben eventuell halt doch noch etwas machen. Was gibt es sonst noch? AppSender, was ist AppSender? Muss mal AppSender aufmachen. Ah, das ist Oarus von Oarus. Ob ich das eigentlich noch beenden könnte, dass es nicht mehr abstürzt. Dann das Logitech. Ja, es ist immer noch Licht, aber es muss einmal gestartet sein. Dann kann ich noch Avast kommen. Nicht über Avast. Das kann ich gar nicht wegnehmen. Das ist nämlich der Antivirus, der brauche ich momentan auch nicht während der Aufnahme. Ja gut. Ich habe ja noch einen zweiten Antivirus online. So, ja. Was ist jetzt? Ja. Gut. 2 Abstürze innerhalb von 19 Minuten, das geht einfach gar nicht. Also ich muss schauen, sonst eben... Weil Last Epoch wahrscheinlich wieder ein bisschen buggier ist und die Entwickler kein Update bringen in nächster Zeit, dass ich da einfach irgendwie, jo, halt Pause machen muss. Und, ja, einfach warten muss, bis die Entwickler da, okay, es ist abgeschlossen, super, da mal etwas machen. Weil ich weiß, andere Leute haben auch gepostet, Empower, mein Monolith stürzen mehr ab. Aber es kann doch nicht sein, dass es irgendwie crasht. Nicht mal eine Fehlermeldung zeigt. Nichts einfach nur beendet. Das kann doch nicht sein, da hat der Entwickler einfach etwas Falsches entwickelt und gesteht nicht darüber, oder? Sagt nicht, ja, okay, mit uns tut es leid, das Spiel stürzt ab. Wir können halt nichts machen.
Wir müssen warten, bis wir endlich mal die anderen Sachen eingefügt haben. Sondern mal Hotfixes rausbringen, die wirklich etwas entcrashen oder zu entfernen. Sie machen einfach gar nichts. So. Kann ich zum Beispiel halt einfach auch nicht livestreamen, let's go. So, hey, wie schnell bist du? Boah, dieses gesehen, wie schnell der Programm crash war. Sind die irgendwie zu schnell? Rasen die auch herum? Ich hab langsam Angst vor den großen Viechern. Ich bin auch ein bisschen stark geworden. Ach ja, liebe Abkürze. Okay. Ich mache noch ein extra Video und ja, einfach noch im Livestream noch ein bisschen bringen, oder? Aber wenn es zu viel abstürzen nervt, dann höre ich halt auch mit dem Livestream auf und Last Epoch mache andere Livestreams. Jo. Egal, kommen sie. Recht viel Damage. Jo, das ist Physical Damage. Ist das noch drauf? Nein, das haben wir ja nicht. Es ist einfach dieses Damage, Damage, Damage. Dreifach Damage drauf. Ist schon ein bisschen schwer. Halb dieses Zepter gibt es auch einen Bild neuen. Last Epoch Tools.com. Jo, könnten wir auch dann mal machen, wenn es nicht mehr abstürzt. Mann, ich habe so viel Lust und trotzdem, das Spiel will einfach nicht gespielt werden. Weil der Entwickler schuld ist. Ja. Also, dann haben wir so einen Bogen. Das heißt halt auch wieder Damage, also wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Und es wird wahrscheinlich wieder abstürzen, nein. Darauf schaue ich einfach gar nicht. Ich habe mich so gewöhnt an diese Abstürze. Aber es ist wirklich eigentlich meistens so, wenn ich wirklich Videos oder Livestreams mache. Also es muss etwas gemacht werden vom Entwickler, von beiden Entwicklern, auch von OBS oder Twitch Studio. Ihr dürft mir gerne helfen und das Fixen probieren für mich. Aber eben, ich weiß auch nicht, jetzt weiter. Also ich muss noch ein anderes Ding, also Shadowplay wahrscheinlich verwenden. Aber das heißt auch Experiments und da muss ich wieder alles anpassen, dass die Spiele halt nicht optimiert werden. Und ich weiß nicht, wie das geht, beziehungsweise nicht direkt am Anfang. Das ist ein bisschen schwieriger zum Einstellen, aber ja, das wäre eine Möglichkeit. Wir machen so viel Damage, das ist unglaublich. Hey, ihr Gegner, habt ihr irgendwas geraucht? So. Hey, hallo. Eichhörnchen, nein, hol die Krabbe nicht zu mir. Ich mag keine Krabben. Einfach heute. Einfach gerade im Moment mag ich keine Krabben. Ja, ich weiß, dass die auch zu viel Damage machen. Also ich muss eher schauen, welche Mods ich aufnehme. Jetzt nicht so gerne gemacht. Also vielleicht gute Echos. Aber es geht schon, nur es stört halt auch ein bisschen, wenn man die Eichhörnchen wiederbeleben muss und so. Aber heftigst schwer. So, aber jetzt haben wir dann gleich den Bogen. Gibt es einen speziellen Bogen? Ein Set-Bogen? Gibt es überhaupt einen Set-Bogen? Ich weiß es nicht. Ah, das ist wahrscheinlich der Eisbogen, oder? Nein, der Eisbogen habe ich aber auch schon gefunden. Also der ist einfach in Landes gedroppt. Das kann nicht der Eisbogen sein. Hm, der Feuerbogen, ja.
derjenige, der so ja, Rowing Sachen schießt. Dragon Song oder wie er heißt. Ne, Witcherin Stand. Das ist der Ballisterbogen, aber der ist nicht derjenige, der beim Unique einzigartig droppt. Beim Unique Ding. Empower. Echo. Ah. Oh. Meine Güte. Also so. Gut. Ich denke, ich beende jetzt die Aufnahme, sonst stürzt im nächsten Echo wieder ab und schaue mal, was ich denn sonst noch machen kann. Und eben, ich tue zwischendurch noch Livestream, also ihr werdet dann in der nächsten Aufnahme ein bisschen mich weitersehen. Wenn ich wirklich kann. Und muss ich gerade ein bisschen schauen, wo ich das hingetan habe. Will euch einfach noch die Bögen zeigen und so. Ich habe das, glaube ich, am Anfang hingetan und hier weiter hinten. Da. Da ist der Bogen, wo ich gefunden habe. Endlich mal, weil ich wollte schon lange mal so ein Bild machen, aber momentan eben habe ich ja auch nicht so Lust, ihn zu machen, den Bild. Jo. Also ich habe schon recht High-End-Items gefunden, wo andere leicht oder schwerer gefunden haben. Nur eben, ich kann halt nicht so viel spielen, wenn es immer abstürzt, oder? Da habe ich noch Azurals Fury. Ja, und hier zwei Legendary Potential. Genau. Ja, und dann zwei Arena Case of Memory. Sind wir aber noch zu schwach dafür. Ja, das sind da die Arenen, die halt einfach so Helden haben. Die sehr schwer sind. Was ist eigentlich das für ein... Ah, das ist einfach ein gut gerolltes, blaues Item. So. Also dann. Dankeschön fürs Schauen und ich muss es eben nochmals ein bisschen besser fixen. Hauptsache, es gibt keine Bluescreens mehr, es gibt keine Abstürze mehr, die nach dem Starten dann wieder Bluescreen machen, weil ja, Last Epoch 2 oder 3 Mal am Laufen ist im Hintergrund, man die auch nicht im Task Manager dann ausschalten kann. Und dann ist immer auch noch der Unity Handler, Crash Handler aktiv, der auch sehr viel Leistung verbraucht. Ja, es liegt einfach auch an der Engine, dass das Spiel wahrscheinlich sehr viel abstürzt. Und da kann ich jetzt zum Beispiel ohne Unity-Erfahrung auch nicht viel helfen, oder? Also so viel machen. Da brauche ich jemanden, der vielleicht Unity entwickelt hat schon ein bisschen oder so, sich einfach auskennt. Also euch ein bisschen umhören wäre toll, damit es für euch natürlich wieder Folgen gibt. Aber da seid ihr natürlich auch ein bisschen, ja, was ihr machen wollt oder wenn ihr nichts machen wollt. Dann kann ich auch nicht so viel machen. Folgen bringen oder so. Ich finde es schade, weil es wirklich ein super Spiel ist und ich würde es gerne weitermachen können. Aber okay. Danke auf jeden Fall, wenn ihr da irgendwas machen könnt. Und jo, somit tschüss, bis zu einem anderen oder weiteren Projekt von Last Epoch, wenn es geht. Jo, tschüss.